Das sechste Modell in der VW ID-Familie heißt ausgerechnet ID7 und wir können euch heute den noch getarnten Prototyp in dem ersten Fahreindruck zeigen, aber noch viel mehr, denn direkt zu Beginn schauen wir uns das Exterieur kurz an, aber vor allem eben auch das Interieur. Und damit hey und willkommen zum Covered Drive des VW ID7 hier bei Jonas. Wir haben ein komplett neues Fahrzeug auf dem MEB-Baukasten von Volkswagen, aber wir haben auch eine neue Technik. Bedeutet, wir haben 86 Kilowattstunden nutzbare Akkukapazität und einen neu entwickelten Heckmotor, der nicht nur sparsamer ist, sondern auch mehr Leistung hat. Und zwar in Summe knapp 300 PS, nicht ganz, es sind 286, aber dementsprechend fast so viel wie die GTX-Modelle von ID4 und ID5. Und das lässt natürlich Luft nach oben, wenn man munkeln mag, dass da irgendwann mal in der Allrad-Variante noch mehr Leistung kommt. Wir schauen uns heute das Fahrzeug an, wie es sich fahren lässt, denn das Fahrwerk wurde überarbeitet. Und wir schauen uns den Innenraum an. Und ich würde sagen, ihr kennt es hier bei Jonas, wir starten direkt mit dem Innenraum, denn ich bin begeistert vom neuen Design. Aber wir schauen es uns mal gemeinsam im Detail an. Wer dachte, dass das Display im ID3, 4, 5 und ID Buzz schon klein war, der wird überrascht sein, wenn er ins größte ID-Modell steigt, denn hier ist es noch mal ein bisschen geschrumpft, hat aber einen sinnvollen Hintergrund, denn das Head-Up-Display ist hier im Fahrzeug serienmäßig und unterstützt einen natürlich entsprechend und es wurde darauf geachtet, dass das Ganze eben nicht mehr so redundant ist. Das heißt, auch ein Punkt, den wir öfter ja früher einfach angesprochen haben, dass die Inhalte vom Head-Up-Display nahezu 1:1 im kleinen Display waren, das hat man jetzt hier nicht mehr so, schauen wir uns aber gleich bei der Fahrt an. Das Display hier erinnert so ein bisschen an die Implementierung, wie es im Enyaq ist, aber dafür hat man daneben ja ein riesiges 15 Zoll Infotainment Display, was komplett neu überarbeitet wurde. Heißt, wir haben eine neue Software, wir haben eine neue Oberfläche und das sieht auch alles noch mal einen Ticken moderner aus, auch wenn man sagen muss, dass das alte ja nicht unbedingt altbacken wirkte. Der Gangwahlhebel ist dabei jetzt im Übrigen direkt auf den rechten Blinkstockhebel gewandert. Aber ich würde sagen, die Details im Innenraum schauen wir uns natürlich gemeinsam schön im Detail an. Das Interieur des ID7 hebt sich deutlich ab im Vergleich zu den anderen ID-Modellen. Nicht zuletzt auch, weil wir beispielsweise eine Mittelkonsole anstatt der Captain Chairs Armlehnen haben. Ich finde aber auch die Materialanmutung und Verarbeitungsqualität sehr gut. So haben wir viele hinterschäumte Materialien und es fühlt sich alles gut an, was man anfasst. Auch hier sind die Fahrzeuge jetzt immer mit tierfreiem Innenraum. Das bedeutet, ihr habt nirgends mehr Leder oder ähnliches. Das hatten wir ja schon beim ID3 Facelift an einigen Punkten gemerkt. Weiterhin haben wir aber viele Touchslider, beispielsweise auf dem Lenkrad, auch wenn sich hier die Belegung leicht geändert hat. Das Mitteldisplay ist zum Fahrer geneigt und das ist auch gut bei der Größe, denn so kann man es deutlich besser erreichen. Es ist aber dennoch schön integriert und sieht auch einfach gut aus, meiner Meinung nach. Noch kurz zur Mittelkonsole, denn während bisher diese nur den chinesischen ID-Modellen vorbehalten war, gibt es sie jetzt eben auch im ID7, wirkt deutlich klassischer, hat aber im unteren Bereich auch immer noch sehr, sehr viele Verstaumöglichkeiten. Die Türtafel wirkt für mich sehr stimmig und zeigt die Ambiente Beleuchtung. Diese gibt es serienmäßig mit 10 Farben, optional gibt es dann 30 und auch die Hinterleuchtung der Dekore und es gibt neue Sitze. Der höchste Sitz ist der Sportaktivsitz und dieser ist sogar ausgezeichnet von der Aktion Gesunder Rücken, hat einige Verstellmöglichkeiten und eine komplett neue Massage. Auch wenn wir euch die zweite Sitzreihe noch verhüllt zeigen, ist das hier schon mal ein ganz guter Indiz, wie viel Platz man tatsächlich hat. Ich meine, ich sitze hier jetzt ganz hinten, der Fahrersitz oder Beifahrersitz ist entsprechend auf eine komfortable Position eingestellt. Der Fahrersitz ist sogar noch einen Ticken weiter vorne, weil Sarah gerade gefahren ist. Und ich habe hier extrem viel Platz mit den Füßen und ich sitze ziemlich niedrig. Das heißt, meine Beine liegen dauerhaft auf. Ich habe nicht dieses Gefühl, dass die Beine so hoch stehen. Und natürlich, ich habe einen komplett ebenen Fußraum. Das ist echt angenehm. Und so für den ersten Eindruck hier kann man sagen, dass man hier extrem viel Platz hat. Und vor allem dieser Platz hier hinten noch mal deutlich größer ist als in einem ID4, ID5. Und wir sind gestern mit einem ID Buzz hierher geschattelt worden. Und ich würde sagen, dass gerade die Kniefreiheit und dieses Raumgefühl hier auf einem Level ist vom ID Buzz und das in so einer riesigen Limousine, da werden sich nicht nur ja, die Käufer auf dem chinesischen Markt freuen, die ja diese großen, langen Limousinen mögen. Nein, ich glaube, da werden auch Familien in Deutschland und dann auch auf dem nordamerikanischen Markt, so rum, wo das Fahrzeug ja auch noch kommen wird, sich sehr freuen, denn das ist ein sehr, sehr angenehmes Reisen.
Auch wenn er noch getarnt ist, erkennt man sehr gut die Umrisse und die Formen des Fahrzeuges. Mir persönlich gefallen vor allem die ausgestellten Schweller vorn. Das hatten wir ja schon jetzt beim ID3 Facelift. Das sorgt auch dafür, dass wir einen CW-Wert von 0,23 haben. Insgesamt ist die Limousine aber sehr weit unten. Es ist das flachste Modell auf ID-Basis und wir haben einen großen Kofferraum, so beschreibt es VW. Das heißt, die ganze Klappe öffnet. Ich finde sowas ja immer sehr, sehr gut. Von hinten erinnert er mich zugegebenermaßen vor allem hier mit der Beklebung sehr stark an den aktuellen Passat. Schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare, was ihr vom allgemeinen Design haltet. Und dann widmen wir uns natürlich noch dem Display und hierbei hat sich einiges getan. Nicht nur die Oberfläche, denn wir haben jetzt hier oben so Shortcuts, wo man dann verschiedene Elemente hinlegen kann, je nachdem, was einem eben beliebt. Und hier unten diese Einstellung für die Klimatisierung. Nein, wir haben auch das Mittelteil überarbeitet. Klar, wir haben mehr Platz, dann will man das entsprechend ja auch nutzen. Und hier kann man jetzt durchscrollen, um dann eben entsprechend die einzelnen Einstellungen angezeigt zu bekommen und natürlich auch die Informationen. Wir können dann hier auch durch die Menüstruktur hindurchspringen und haben da nochmal mehr Informationen. Das ist alles ganz hübsch gemacht, gefällt mir auch sehr gut. Es gibt auch kleinere Anpassungen, so ist zum Beispiel hier der Prozessor besser. Das ist immer noch nicht komplett flüssig, wenn man hier jetzt reinschaut. Das hat noch nicht dieses Feeling, wie man es jetzt zum Beispiel von einem iPad oder so gewohnt ist, aber es ist deutlich flüssiger als die aktuellen Generationen. Und vor allem muss man auch sagen, es ist ja auch deutlich mehr Display und da sollte man das ja auch nutzen können. Wir haben dann natürlich auch die Features, wie beispielsweise, dass wir die Navigation routenbasiert haben, das heißt mit Ladeplanung und so weiter. Da will ich gar nicht im Detail drauf eingehen. Das ist von der Software, wie wir es ja auch beispielsweise kennen. Ich schaue hier mal nach, was wir aktuell hier drauf jetzt für eine Software verbaut haben. Software 4.0, alle Software-Fetischisten von euch da draußen wird das jetzt freuen. Wir schauen ja immer, was die Fahrzeuge so haben. Letztens hatten wir ein Fahrzeug zum Beispiel mit Software 3.5. Jetzt sind wir hier schon auf 4. Natürlich, es ist ja auch ein neues Overlay und so weiter. Da sollte das ja auch so aussehen. Ich finde es aber ganz cool und wir können auch hier beispielsweise auch auf die Sitzfunktionalität eingehen. Da gibt es ja verschiedene Massagefunktionen und so weiter. Ich finde aber so als Übersicht reicht es erst einmal. Wir gehen dann in der Weltpremiere nochmal im Detail drauf ein. Aber hier für euch ein erster Eindruck. Was erwartet euch hier in dem Bereich? Ich finde es echt nicht schlecht. Vor allem auch mit dieser Klimatisierung, die immer da ist, mit diesen Notifications da oben. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir legen jetzt endlich mal los. Ich schnall mich an und wir fahren mit dem Fahrzeug. Und damit jetzt hier der Fahreindruck in einer traumhaft schönen Gegend, die nur den Beifahrern nicht ganz so gut gefällt, wenn man hier dauerhaft die Kurven fährt. Und der Spurhalteassistent, der mag dann natürlich auch nicht so, wie er könnte. Aber man hat einen ganz guten Eindruck dadurch vom Fahrzeug. Wir konnten jetzt hier in so einer Runde von insgesamt 45 Minuten das Fahrzeug ganz gut mal ausprobieren. Und da merkt man schon, dass das Fahrwerk für mein Gefühl sportlicher ist als in den anderen MEB-Fahrzeugen. Na klar, die anderen sind noch alle deutlich höher, gerade wenn ich da an ID4, ID5 denke. Da ist man hier mit so einer großen Limousine natürlich näher am Boden und dementsprechend will man ja auch dieses sportlichere Fahrgefühl. Und wenn man dann hier in so Kurven, zugegebenermaßen mit 40, 50 km/h passiert dann nicht zu viel, aber er liegt echt gut da und er federt auch sehr, sehr gut weg. Seien es jetzt vorhin irgendwelche Speedbumps, die da im Weg waren oder dann eben auch Unebenheiten in der Straße. Das macht er alles sehr gut. Und wenn jetzt hier Fahrradfahrer vor uns sich den Berg hochqueren müssen, kann ich euch den Mode-Schalter zeigen. Denn der ist jetzt hier hochgewandert, den kann man dann da hinlegen. Das ist keine Taste mehr, die man irgendwo in einem unteren Bereich hat, sondern das ist dann entsprechend hier oben. Und wenn ich in Sport schalte, so, dann kann ich hier auch mal kurz locker vorbeifahren. Also gefühlt, er springt nicht sofort direkt an, also die Geschwindigkeit bzw. die Leistung ist unten raus nicht ganz so stark, aber wenn man einmal im Rollen ist, dann kommt da nochmal so ein Punch und das ist ganz gut. Also es sind natürlich diese 286 PS ist jetzt nicht das sportivste Fahrzeug, aber er lässt sich hier echt gut rumfahren und bei einem Heckantrieb macht es natürlich auch entsprechend Spaß. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ich nur aufs Head-Up-Display schaue. Das heißt, dieses kleine Infodisplay hier vor mir, das lasse ich eigentlich nahezu komplett außer Acht und schaue da überhaupt nicht hin, denn ich habe ja alle wesentlichen Infos direkt vor mir und ich kann dann hier
über die Switch-Gesten direkt auf der rechten Seite des Lenkrades entsprechend die Inhalte umschalten und habe so dann eben die Möglichkeit, mir da auch nochmal mehr anzeigen zu lassen. Das bedeutet, ich sehe in der Mitte immer die Geschwindigkeit und dann links eben die Assistenzsysteme, rechts die aktuelle Ankunftszeit und noch die Restkilometer. Und ich kann da auch nochmal durchwischen und bekomme dann zusätzlich den aktuellen Verbrauch. Und er ist hier bei einer eigentlich sehr, sehr kurvigen Strecke, die natürlich berghoch und bergunter geht, gerade bei 14 Kilowattstunden, was echt in Ordnung ist, würde ich jetzt mal sagen. Und nach der Rechtskurve hier sage ich euch dann auch, dass auf der linken Seite des Displays dann entsprechend die Reichweite und die Restprozente angezeigt werden. Das sieht man aber auch schön in diesem kleinen Display, aber das sieht man eben auch alles oben und da kann man dann clever durchwischen und dann bekommt man ja eben noch diese zusätzliche Fläche von dem Augmented Reality Bereich. Das heißt, die Pfeile direkt auf der Straße, die Informationen zur Spurverlassung oder auch den Abstandstempomaten und so weiter. Das liegt ja dann alles dort. Das kennen wir von den anderen Fahrzeugen ja auch bereits, aber das ist ja hier dann nochmal so ein Ticken mehr, weil man es ja eben nicht in diesem kleinen Display hier gezeigt bekommt. Das heißt, man muss sich vorne drauf verlassen, bedeutet aber auch, diejenigen von euch, und ich weiß, da gibt es welche, die eben nicht so sehr dieses Head-Up-Display mögen, die haben dann ein sehr, sehr kleines Fahrer-Info-Display. Nichtsdestotrotz, ich finde es sehr, sehr gut, denn wir haben auch schon in anderen Videos gesagt, theoretisch bei dem Fahrer-Info-Display bräuchte man, oder bei dem Head-Up-Display bräuchte man dieses kleine hier drin gar nicht mehr. Und das jetzt hier so zu sehen, beziehungsweise das dann wirklich auch umgesetzt zu haben, gefällt mir persönlich sehr und es macht das Fahren deutlich angenehmer. Vor allem auch, dass man diese Zusatzinfos hat, dass es nicht dieses Beschränkte ist auf die Navi-Daten und auch entsprechend die Assistenzsysteme, nein, dass man eben noch die Zusatzinfos hat. Das gefällt mir gut und so kann man vom Fahrgefühl sagen, dass sich der ID.7 sehr gut fahren lässt, dass das Bedienkonzept gut funktioniert und ich komme hier auch überall gut ran. Ich sitze jetzt nicht zu weit weg vom Lenkrad und kann aber hier bei 15 Zoll trotzdem alles mit einer Hand sehr praktisch bedienen. Ich bin gespannt, wie sie es im Alltag zeigt, aber hier für den ersten Eindruck bin ich echt begeistert. Das muss ich sagen und es macht auch Spaß, aber ich muss jetzt aufhören, sonst ist es hier ja ein bisschen problematisch auf der kurvigen Strecke. Ganz ehrlich, ich bin begeistert und sehr, sehr überrascht vom Fahrzeug. Nicht nur, dass es sich dann doch sportlich hier über diese Serpentinenstrecken fahren lässt. Nein, es war auch einfach ein sehr, sehr angenehmes Fahren. Seien es die Komfortausstattungsfeatures, aber eben auch der lange Radstand und das Fahrzeug im Allgemeinen. Das wird sich dann natürlich in einem Alltagstest irgendwann mal zeigen, wie effizient das Fahrzeug ist, wie weit ihr tatsächlich kommt, ob Ladeleistungen auch das versprechen, was irgendwo mal in Pressetexten steht. Das sind aber alles Themen für ein anderes Video. Für den ersten Eindruck hier bei diesem Covered Drive finde ich es echt richtig gut gelungen. Das Fahrzeug sieht cool aus, auch wenn man ja jetzt hier noch nicht alles so in der Art und Weise sehen kann, aber vor allem das Interieur ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Klar, es ist irgendwo dazwischen, zwischen dem ID.3 und einem neu vorgestellten ID.2ALL. Da in der Mitte findet sich irgendwo der ID.7. Es wird sich zeigen, wo dann die Designsprache ein Stück weit in Zukunft hingehen wird, ob das Ganze eben diese Elemente von hier mitnehmen wird oder ob der ID.7 dann so ein Stück weit als Art Halo-Car, wie wir das früher vielleicht hatten, zeigen kann, was funktioniert und wir dann doch wieder uns vielleicht auf andere ältere Punkte besinnen und klassische Knöpfe und so weiter zurückkommen. Schreibt ihr mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr vom Fahrzeug haltet und dann sehen wir uns spätestens bald schon hier auf dem Kanal zur Weltpremiere des ID.7 und bis dahin gibt es hier oben unseren ersten Eindruck zum ID.2ALL und hier unten seht ihr unseren Roadtrip von dem ID.4.